Wenn momentan in Deutschland über die Lage des Taxigewerbes gesprochen wird, fällt mit ziemlicher Sicherheit der Name Uber. Das kennen Sie nicht zuletzt aus dieser Sendung hier. Uber ist in aller Munde. Ich will Ihnen heute aber nicht zum 34. Mal erzählen, was Uber schon wieder alles für furchtbare Dinge getan hat. Dazu wäre es eine Stunde sowieso zu wenig. Ich finde es reizvoller, Ihnen ein paar Dinge zu erzählen, die man in längeren Wikipedia-Artikeln eher unter der Überschrift Trivia finden würde. Und vielleicht ein paar Sachen, die schon wieder so allgemein sind, dass niemand sie mehr erwähnt. Und bei tiefergehenden Gesprächen über das Thema fragt sich manch Unbedarfter dann, worum es eigentlich grundsätzlich geht. Also, was würden Sie jemandem sagen, der den Namen Uber noch nie gehört hat und sich wundert, dass schon das Wort alleine so sehr die Gemüter erhitzt? Erklären Sie es am besten über die Frage, wie der Name zustande kommt. Wer die Entstehungsgeschichte des Namens Uber nicht kennt, muss meistens etwas schmunzeln, wenn er sie hört. Kurze Erläuterung vorweg. Dinge ändern sich. Davon können auch wir im Taxigewerbe ein Lied singen. Und was sich besonders schnell verändert, ist die Jugendsprache. Wenn man besondere Begeisterung für irgendwas ausdrücken will, hängt man immer neue, noch stärkere Vorsilben an den Anfang von Wörtern. In den 80ern, als ich Jugendlicher war, haben wir besonders tolle Sachen noch als astrein oder superscharf gelobt. In den 90ern wurde etwas von ähnlicher Superqualität gerne mal als endgeil bezeichnet, wobei die Vorsilbe ausdrücken sollte, dass es auf keinen Fall noch geiler ginge, da definitiv das Ende der Skala erreicht wäre. Aber irgendwann muss dann doch wieder einer draufgesetzt werden. Und so charakterisieren Jugendliche in den 2010er Jahren Dinge gerne mal als übertrieben geil oder überkrass. Und da kommen wir der Sache jetzt näher. Da die Amerikaner im Unterschied zu den Franzosen gerne mal Wörter oder Wortteile aus anderen Sprachen entleihen, man denke an Kindergarten oder Blitzkrieg, hat eine Firma in San Francisco, die über alle Maßen jugendlich superscharf, endgeil und überkrass sein möchte, kurzerhand die deutsche Vorsilbe über ohne Ü-Punkte zum Firmennamen gemacht. Was für deutsch sprechende Menschen der Anglizismus ist, für Amerikaner manchmal ein Germanismus. Und deshalb heißt es auch nicht Uber, sondern That's why they call it Uber. Was hat Uber für ein Geschäftsmodell? Na, ungefähr so eins wie die meisten aggressiven Startups. Erstmal mit Hilfe von Sponsoren groß investieren, mit Dumpingpreisen die Kundschaft gewinnen und dabei auch hohe Verluste in Kauf nehmen, dadurch die Konkurrenz ruinieren, dann das erreichte Monopol ausnutzen, um hohe Preise zu verlangen, Mitarbeitern und Subunternehmern wenig bezahlen, reich werden und lächelnd drüber hinwegsehen, dass man tausende Menschen in die Armut getrieben hat. Bei Uber in Kalifornien soll intern ein besonders brutaler Konkurrenzkampf unter den Mitarbeitern herrschen, von der Chefetage gewollt, damit jeder versucht, einer der Besten zu sein und sich verausgabt. Außerdem ist es für ein Startup mit Allmachtsfantasien natürlich hilfreich, mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die beiden Firmengründer Garrett Camp und Travis Kalanick haben 2009 in San Francisco mit einem Limousinenservice angefangen. Die weitere Story wäre jetzt ein bisschen langatmig, aber eine Äußerung, die Geschichte geschrieben hat, stammt von Travis Kalanick, der bis vor 2 Jahren Geschäftsführer von Uber war. Der hat 2014 gerne mal im Fernsehen gesagt: Wir befinden uns in einer politischen Kampagne, in der der Kandidat Uber heißt und der Gegner ein Arschloch namens Taxi. Zitat Ende. Politische Kampagne deshalb, weil er meinte, man müsse mit Lobbyarbeit die Entscheidungsträger beeinflussen, die politischen. Scheint ja bei Politikern wie Andreas Scheuer zu funktionieren. Ich denke, wenn der Spruch "für Geld macht er alles" auf irgendjemanden zutrifft, dann auf Uber.